Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Seelenschmiedspiels Elder Scrolls 3 Morrowind. Wir haben uns einen faulen Tag gemacht, haben uns 22 Stunden in den Kissen rumgelümmelt. Hier sehen wir unseren schicken Ork. Mal aus der Frontansicht. Reicht auch wieder. So hübsch sind wir nur auch nicht. Und wir wollten hier gegenüber ins Zensus- und Steueramtslagerhaus und schauen mal, ob wir das gebacken kriegen. Dazu müssen wir aber erst wieder unseren Turmschlüssel aktivieren, der nicht aufgeladen wurde, weil wir nicht lange genug geschlafen haben. Ich Schlaukopf. Dann schlafe ich doch einfach noch mal 2 Stunden. Jetzt ist er aufgeladen. Gut. Soll mir auch recht sein. Oh, Nebel. Ich bin nicht versteckt. Ach komm, verzieh dich. Wir speichern eh mal. Komm, verzieh dich. Ach, verzieh dich doch. Ach ja, super, danke. Dich habe ich jetzt gebraucht. Naja. Wir speichern mal nochmal. Aha. Das war wohl nicht böse. Oh, eine Wache. Schnell weg. Machen wir es mal gleich dunkel. Ja. Bisschen was. Geht da hin. Der Wachemann. Nirgends ist er wieder hochgegangen. Verschwunden. Wo ist er? Na, gehen wir erstmal hoch. Schauen uns oben um. Sind versteckt. Immer versteckt, gut. Hier oben ist er nicht. Gut, dann schauen wir mal in die... Oh. Ja, feini. Mondzucker. Mondzucker, was macht er eigentlich? Festigen Schnelligkeit. Das ist eine Droge von den Katzenmenschen. Knochenmehl, Widerstand, Schick, Knorkwurz, Lähmung heilen, Schlamm. Intelligenz. Ja, wer Schlamm isst, ist definitiv nicht intelligent. Dramawurzel. Hier stehen wieder so. Oh. Eisenpfeile. Aha. Geschirr und Geld. Geschirr und Geld. Skoma. Das ist verarbeiteter Mondzucker. Kissen. Ach, Kissen. Ja, okay. Dann können wir uns in den Kissen wälzen. Alt. Eine Laterne. Ja. Das war doch jetzt bis jetzt schon mal ein einträglicher Diebeszug. Deswegen speichere ich jetzt kurz. Aha. Aschekartoffel. Grüne Flechte. Hundefleisch. Rattenfleisch. Netschleder, Grabesstaub, Blüten der Steinblume. Mhm. Mist. Ja, geh einfach weg. Gehen Sie weiter. Es gibt nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Sie einfach weiter. Ich bin gar nicht hier. Nein, nein, ich bin gar nicht hier. Ich glaube, da geht nicht weiter, solange wir hier sind. Dann schleichen wir uns einfach mal in die Ecke hier, wo wir versteckt sind.
sollten uns aber auch einfach mal... Oh, Schwerrüstung, sehr schick. Aha. Und kaiserliche Stahlbeinschienen, auch schwer. Was haben wir hier? Kaiserlicher Kettenharnisch. Ach ja, soll wir lang mal nichts Besseres haben, ziehen wir dann doch auch einfach mal. Ein Stahlhellebarde. Speer, zweihändig. Ja, okay, gut. Haben wir doch einiges schon zusammengekriegt. Oh ja, einen anderen Zauber habe ich noch. Der Turmschlüssel ist ja da. Was ist hier los? Gar nichts. Ach, da steht auch wer. Aha. Komm, verzieh dich doch jetzt. Kann er jetzt nicht mal verschwinden? Lalalala, dum, didum, didum. Ja, tut mir leid, Freunde, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bevor wir hier entdeckt werden. Ach. Jetzt steht er natürlich da drüben an den Kisten rum. Klar, wo auch sonst. Nun ja, ich warte mal kurz hier und wir sehen uns dann gleich wieder, sobald er weg ist. Hm, habe ich Schritte gehört, ist er weg? Nein, habe ich nicht. Muss wohl selbstgewiss sein. Nun ja, wir sehen uns gleich wieder. Ah, die Wartezeit erspare ich euch jetzt, bis der gute Kerl da weg ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Na, da schauen wir mal. Ist er weg? Nein, ist er nicht. Ich hatte gerade das Problem, dass mir eine Mod das Spiel zerschossen hat, während ich gewartet habe. Und naja, das habe ich neu geladen. Oh, hallo. Na, da steht er vor der Tür. Na so. Ja, hat mir den Mod das Spiel zerschossen, habe es jetzt deinstalliert. Musste dann das Spiel reparieren, also die Spieldateien. Habe dann neu geladen und jetzt vergessen zu warten. Na komm, da warten wir noch mal eine Stunde. Dann muss er ja auch wieder weg sein. Hier oben, Grüße. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Wir riskieren's mal. Und zwar speichern wir erstmal kurz. Da war das... Da haben wir schon alles mitgenommen. Stahlschulterplatte links, Stahlschulterplatte rechts. Ja, wunderbar. Auf S-Zeug. Oh, ein Eisenclaymore. Eisenkeule. Nordfell. Einen Moment. So, da haben wir wieder ein wenig Ruhe. Na, ja, die Jungs und Mädels muss es halt auch geben. Naja. Wo bin ich jetzt? Hier. Tja, die muss es auch geben. Wer würde uns sonst aus unserem Unglück retten? Kaiservolk Kurzschwert. Mhm. Kaiserliches Breitschwert. Oh, kaiserliche Stahlschulterplatte, unbeschlagener Lederharnisch. Fleisch, Grabesstaub, treu gewachsen, alle taus.
Na gut, dann haben wir ja hier soweit alles, was wir mitnehmen können. Da steht ja der gute Wachmann. Allzeit bereit. Jojo. Ach, jetzt steht er natürlich hier rum, ne? Kannst du bitte... soll ich abhauen? Mein Gott. Was haben wir denn für eine Schulterplatte links? Dann nehmen wir die Stahlschulterplatte. Sieht dann zwar ein bisschen komisch aus, aber Hauptsache wir haben Rüstung. Die hat 22 und die hat 24. Naja, gut. Dann. Oh. Nee. Zwei Stück sogar. Aha. Aha. Ich will die Kreisliche. Aha, zwei Stück sogar, ne? Das ist doch mal schick. Aber bis auf eine Eisenkeule haben wir jetzt keine gescheite, stumpfe Waffe gefunden. Naja, können ja gleich nochmal den ganzen anderen Kusch verkaufen. Vielleicht kriegt man noch zwei, drei Gold für. Jetzt muss der gute Kerl einfach mal nur weglaufen. Ah, warte ich halt. Ah, weg ist er. Gut. Chest. Ja. Nein. Na gut, dann reden wir doch. Worum geht es denn? Die Atraria Vandakia. Aha. Willkommen, seid ja nie ein Fremder. Gibt es einen bestimmten Ort, nach dem ihr sucht? Ja, wie ihr seht, habe ich hier eine Mod zum Laufen bekommen, die vorher nicht gelaufen ist. Ich hoffe, das funktioniert dann auch alles. Ah, der Steuerntreiber ist weg. Angreifen. Ja. Ausbildung. Wortgewandtheit, Leichtrüstung und Schleichen. Wortgewandtheit. Ja, aber so viel Geld haben wir jetzt auch nicht. Wir haben zwar jetzt ein bisschen was einstecken können, aber so viel haben wir jetzt nicht, dass wir da einfach hier Lager ausbricht. Aha. Dies scheinen die Aufzeichnungen über eingehende und ausgehende Lieferungen zu sein. Sie enthalten auch Daten und Handelspartner. Ja, gut, brauchen wir gar nicht. Dann düsen wir mal wieder davon. Ich denke, hier haben wir soweit alles, was uns interessieren kann. Ja, schön neblig. Das da drüben war, glaube ich, eine Zickertür. Die kriegen wir natürlich nicht auf. 70, okay. Ah ja, wunderbar. Die Mod läuft jetzt auch. Die Sachen ein wenig diverser macht. Hier wollte ich noch in die Hütten gucken. Das war die eine offene, das war eine geschlossene. Okay, ich bin nicht am Schleichen. Ja, okay, gut. Das wird wohl eher nichts. Dann gehen wir doch mal zu Arille rein und verhökern das Zeug, das wir nicht brauchen. Hallo? Nein, das ist so nicht richtig. Nein, das ist so nicht richtig. Dann kontrolliere ich das gleich mal. Und wir sehen uns gleich nochmal, wenn ich gefunden habe, was da diesen Fehler jetzt verursacht. Ach, es ist schön, wenn mitten im Spiel ein blöder Fehler auftritt. Nun ja, der beim Testspielen nicht kam. Naja, wir sehen uns gleich wieder. Ich drehe mich mal so rum. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Rein und reden. Willkommen. Guten Arille. Seid ihr an einem Gespräch interessiert? Nein, ich will handeln. Aha. Okay. Ah, okay, gut. Ah, wunderbar, das funktioniert. Jetzt, denn ich habe Mondzucker und Skoma im Inventar gehabt und dann will er nicht mit mir handeln, weil er keinen Ärger bekommen will. Deswegen hatte ich mir eine Mod genommen, die das dann versteckelt vor ihm.
Also wahrscheinlich hat er sich einfach in die Unterbuchs gestopft oder so. Keine Ahnung, wo er sich hinklemmt. Dass es der Händler nicht sieht. So, ein Eisenclaimer kann man verkaufen. Das ist wie viel wert? 80, 51 will er mir geben. Gehen wir mal auf 60. Naja, okay, nein. Okay. Mhm. 60 ist es wert. Gehen wir mal auf 40. Will er nicht. Ist das ein Geizkragen. Und das, obwohl er uns mag. Kaiser voll Kurzschwert für 30. Gehen wir auf 20. Will er nicht. Ach, okay. Die Stahlhellebarde. Achso, jetzt kann ich auch eigentlich so verkaufen. Zwei Stück, kann man verkaufen. Flynn. Gräf werde ich nicht benutzen, denn das zieht mir Sachen ab. Matzte werde ich auch nicht benutzen, das zieht mir Sachen ab. Häckselblatt können wir mal ruhig 12 verkaufen, dann haben wir noch 10, das reicht. Skatteln können wir 9 verkaufen, dann haben wir 10, das reicht. 70, 79 Salzreis, da können wir doch mal glatt 69 verkaufen. So. 474, na, das sieht doch schon mal viel besser aus. Na, 2 Eimer können wir verkaufen. Ich mache hier ein bisschen breiter. Gut. Ich kann 19 Flaschen verkaufen. Eine Flasche. Zwei Flaschen. Eine Flasche. Ein Humpen. Ein Humpen. Ah, die Kissen brauchen wir auch nicht. Zwei Löffel. Zwei Schüsseln. Tasse, ein Teller, eine Vase. Ja! Da haben wir doch jetzt schon mal einen ganzen Haufen losgekriegt. Die Fackeln behalte ich erst einmal. Stimmt, da könnten wir auch 5 loswerden. Dann werde ich auf jeden Fall einen los. Mehr als 10 will ich eigentlich von dem Zeug nicht dabei haben. Immer brauchen wir Eisenpfeile. Wir behalten sie mal. Ja, 523. Wollen wir ihm verkaufen? Teure Schuhe. Naja, teure Schuhe brauche ich nicht. Ich habe ja die kaiserlichen Stahlstiefel. Aber ich könnte sie mir natürlich trotzdem... Oh, warte mal. Hier, Stahlschild. Mhm. Aber erstmal bieten wir dem an. Gut, handeln. So, Stahlschild 68. Ah. Ja, das ist doch in Ordnung. 68 ist ganz nett. Wenn es 68 kostet und wir es für 60 kriegen. Was hätte man denn noch? Eiserne Panzerhandschuhe. Stahlhandschuhe. Die haben 22, die haben 15. Ah, da will ich einen. Und da will ich einen. 28, 48 zahle ich, also 24, das ist in Ordnung. Gewöhnliches Gewand. Nein, gewöhnlich doch nicht. Windskraft, Konstitution, Windskraft, Stärke. Ah, pff. Naja. Das ist alles nicht so der Burner. Ach, gehen wir mal hier einfach auf Kleidung. Das ist ein Eisenschild. Nee. Stahlbeinschienen, da haben wir die imperialen Beinschienen. Handschuhe haben wir jetzt auch. Kaufen wir mal. Einen Helm brauchen wir noch. Der ist schwer mit 15, der ist mittel mit 6. Dann nehmen wir den. Was brauchen wir jetzt noch? Den Dolch können wir eigentlich verkaufen. Jetzt verkauft Waffe, ja, habe ich, okay. Zahlen 25 für Helm, kriegt den Dolch raus. Moment, warte
Was muss ich denn? Ah ja, okay, gut. Ist in Ordnung. Wird 1 an. Okay. Angeln. So, jetzt habe ich die Handschuhe und den Helm. Jetzt gehen wir mal zu den Waffen. Ich möchte nämlich eine gescheite Waffe. Was machen die 4 bis 5? Das ist nicht so der Burner. Was machen der? 1 bis 8 ist zweihändig. Mist. 1 bis 12. Aber der macht halt 4 bis 5. Das ist halt echt viel, viel besser im Minimalschaden. Dafür halt schlecht im Maximalschaden. Was ist das? Stahlstreitaxt. Moment, dann Abbruch. Lebt wohl. Welche Fertigkeiten haben wir hier beim stumpfen Waffen 35? Langwaffe 10. Mhm. Breitschwert und Säbel, Langschwert, Claymores, Katanas, Daikatanas. Axthammer 15. Axthammer auf 15. Stumpfe Waffen hat auf 35. Ja, gut. Ja. Axt. Die macht 1 bis 20. Der macht 1 bis 12. Kann halt sein, dass man halt fünfmal hintereinander nur einen Schaden machen. Und damit hat man dann halt schon mal viel mehr. Aber 1 bis 18. 1 bis 20. Der Minimalschaden stört mich halt echt massiv. Die sind richtig schlecht. Damit können wir halt schlecht umgehen. Noch schlechter als mit dem anderen Zeug. 6 bis 12, das wäre halt viel. Puh, ja. 3 bis 4. 4 bis 12. Na, zwei Händler. 5 bis 18. Da hätten wir 6 bis 12. 5 bis 18. Das sind 24. Was will er für 20? Okay. Schauen wir weiter. Lassen wir mal drin in der Auswahl. 5 bis 6. Nein. 4 bis 5. 4 bis 5. Elebade. 1 bis 3. Arschstoß. 5 bis 20. Okay. Zweihändig, zweihändig, 5 bis 9, bis 18, 6 bis 12, 4 bis 10, 5 bis 10, 2 bis 7, 2 bis 20, 5 bis 10, das macht 6 bis 12 und das macht 5 bis 18. Ja, ich glaube, ich verkaufe... Ne, die behalten wir mal. Obwohl, ne, die Eisenkeule können wir verkaufen. Eisenkeule können wir verkaufen. Achso, das war der zweite. Ne, Moment, Moment, Moment. Ne, das war die, genau. Die behalten wir jetzt erst einmal. Dann kaufen wir das. Und ja, dann rüsten wir uns doch erstmal hier direkt mit dem Säbel aus, mit dem Helm. Da ist auch das hübsche Gesicht ein bisschen versteckelt. Ja, und den Schild nicht vergessen. Was haben wir da? Ein Stahlschild. Leider hat er jetzt nichts anderes. Ja, gut. Dann sind wir hier ja, glaube ich, soweit eigentlich auch schon fertig wieder. Seid Janine? Möchtet ihr mir irgendetwas sagen? Ja. Na, jetzt lass mich doch einfach da durch. Meine Güte. Hallo, worum geht es? Um nichts. Oh, halt, bei dem könnten wir uns natürlich jetzt noch entschuldigen. Der Segnungen 3 für euch. Speichern. Apologize. Apologize for what? Na, ja, okay, gut. Das ist ungewöhnlich. Worum geht es? La Oad, Gnamok, Vivek, Helagiat, Setjanin. Helagiat in die Richtung müssen wir, Ebenherz und Balmorra. In die Richtung Helagiat, Balmorra müssen wir ja. Okay, wunderbar. Gut, es zeigt das uns halt auf Englisch an unten, aber damit können wir leben.
dafür ist dann halt das Zeug auch wirklich geerntet. Wir bieten euch eine besondere Reise an, zu einem niedrigen Preis. Ja, Dunius Nutius. Dies ist der Ort Setianin, Hafenstadt in der Bitterküstenregion, Fremdländer. Ich bin Schlickschreiterführer und kümmere mich hier um den Hafen. Nennt mir euer Ziel, falls ihr eine Reise plant. Wenn ihr neu in Setianin seid, kann ich euch auch mit den örtlichen Diensten oder einem bestimmten Ort in Setianin weiterhelfen, den ihr sucht. Wenn ihr jemand bestimmt ausfindig machen wollt, weiß ich vielleicht, wo es zu suchen gibt. Hast du Gerüchte? Steuereintreiber? Geheimnis? Aha, die Händler, kennen wir auch schon. Ihr werdet eine bessere Rüstung brauchen und eine anständige Waffe. Ich mache euch einen Vorschlag. Eine Menge Leute da draußen tragen schöne Rüstungen und Waffen. Sicherlich werdet ihr es nicht riskieren, ehrliche Bürger zu berauben, weil ihr sonst am Ende Frondienst leisten müsst. Aber wenn ihr ein paar Banditen mit guten Rüstungen und Waffen findet, nun, es interessiert keinen, wenn ihr einem von ihnen eins über die Rübe zieht und seinen Besitz steht. Okay. Ich bin ein Schlickschreiterführer. Gegen eine geringe Gebühr kann ich euch mit einem Schlickschreiter an verschiedene Orte bringen. Aha, was ist denn so ein Schlickschreiter? Schlickschreiter transportieren Passagiere und Fracht zwischen den Siedlungen in Wagenfell hin und her. Der Preis hängt von der Entfernung ab. Schlickschreiter sind riesige Insekten. In den Panzern der Kreatur wird eine Kabine für Passagiere und Fracht gehüllt. Der Führer lenkt das Tier durch direkte Manipulation der freiliegenden Organe und Gewebestelle. Ach, das ist... Ja, das kennen wir auch schon. Das war so lecker. Ziel. Ich kann euch per Schlickschreiter von Setianin nach Balmora, Vivek, Knisis und Soran bringen. Reisen? Das kostet uns das 15. Oha. Knisis, 50. Nö, ach Mist, ich hab noch was vergessen. Oh, schwusch, zurück. Ich habe es gar nicht geguckt, ob der einen Bogen hatte und eine schwerere Brustplatte, denn wir haben ja nur ein Kettenhemd an. Mein Fehler. Huschen wir nochmal kurz rein. Worum geht es? Ja, auch nix. Puh. Ja, das ist perfekt. Ihr habt mein Interesse geweckt. Bitte teilt eure Gedanken mit mir. So, Kleidung. Kettenharnisch für Mittel. Kaiserlicher Kettenharnisch Mittel. Was ist das? Netzschlägerschild, leichteres. Schade, okay, nein. Obwohl, halt, warte mal. Eisenharnisch. Rüstungswert 15, Rüstungswert 8. Ja, dann verkaufe ich dir den mal und kauf mir, wo ist er denn jetzt? Hier, den hier. Den schweren. Und zahle 6. Und Waffe. Chitin-Kurzbogen. Keinen anderen Bogen? Nein. Na ja, okay, gut. Kaufen wir uns einen Chitin-Kurzbogen. Warte mal. Jetzt wollte ich eigentlich noch Stößel des Lehrlings. Oh, für 87 statt für 100. Das ist doch gut. Dietriche kann man auch immer gebrauchen. Die werden uns früher oder später rausgehen. Reparat-Schmiede haben wir das gesellt. Ja, die brauchen wir auch immer. Sonden, um Fallen zu finden an Schlössern. Kann man auch gebrauchen. Ja. Ich habe 2 Schriftrollen zum Heilen. Ich habe eine für Wiederherstellen, wenn es mir ganz schlecht geht. Die stellt 120 Punkte her. Ja, okay. Das dürfte reichen. Bieten wir mal an. Gut. Halt, Rüstung anlegen. Wo ist sie? Hier ist sie. Ah ja, okay. Gut, wenn ich jetzt hier den anlegen, muss ich auch die Pfeile anlegen. Ja, okay. Aber ich kann natürlich auch hier einfach dann. Okay, gut. Das gefällt mir gut. Dann gehen wir doch mal da hoch und suchen diese komische Höhle, von der die gesprochen haben, und schmuggeln. Sprecht. Nein. Schweigen. Und genieße. Ja, es nimmt unser Ausdauerbalken unten der grünen langsam ab. Und jetzt gehen wir hier hoch.
Mhm. Schauen wir gleich mal da drüben rein, ob es die ist. Okay, okay, okay. Aber erst sagen wir mal... Rattled heißt es im Englischen. Okay. Hoppala. Hallo? Hallo? Och nö. Och nö. Och nö. Jetzt komm. Okay. Okay. Oh Gott. Eieieiei. Jetzt war ich aber gerade. Beim Testspiel bin ich nämlich irgendwo mal hängen geblieben. Und kam nicht mehr raus. Aha. Was war das? Das klang nach einem Pfeil. Oh, da unten sind noch ein paar Pinsel. Das ist schön. Das sollte man mal weg mitnehmen, denn das gibt Geld. Und Geld ist etwas, was wir immer brauchen können. Denn wie wir gesehen haben, sind hier die Sachen unter sehr teuer. Lauter machen. Audio. Musik. Hm. Hm. Okay. Zurück. Ada Massachtus. Ja, wunderbar. Da speichern wir doch. Rüsten uns mit der Waffe aus. Schön, speichern uns rein. Da steht auch schon so ein Schmuggler. Es gibt kein Entkommen. Komm, 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 komm. Still! Okay. Das funktioniert wunderbar. Ja, ja, ja. Danke. Was haben wir da? Sklavenschlüssel 4 tragen, gewöhnliches Hemd, gewöhnliche Hose, Netzschlederstiefel und ein Chitindolch. Ah ja, das war ja jetzt wirklich von überragender Performance, würde ich sagen. Ach ja. Ein bisschen auf die Gosch gekriegt. Halt, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte speichern. So, schieß ihn kurz. Bogen. Ist jemand? Der Ring der Heilung auf. Ja. Ja. Okay. Da sollten wir vielleicht. Was ist jetzt hier drüben? Das ist da. Das gefällt mir so aber nicht. Das hätte ich gerne da. Ja, ist das nicht größer? Das ist auch nicht. Warum geht das nicht größer? Warum geht das nicht größer? Interessant. Ja, machen wir mal unseren Mittag größer. Ja, ist okay. Passt so.
Dann nehmen wir mal den Feuerball. Euer Zauber ist fehlgeschlagen. Leichter stellen. Optionen. Allgemein. Schwierigkeitsgrad. Haben wir schon auf ganz leicht. Uiuiui. Okay. Ja, puh. Naja, dann, hätte der erste Feuerball nicht hier versagt, wäre das wahrscheinlich auch einfacher geworden. Was 75 und hat man dulle Chance. Wow. Okay. So. Schleichen uns an. Hallo? Der denn hingeflogen, ey. Ach, toll. Ah, und der Feuerball fliegt. Hallo, lass mich doch da durch. Danke. Boah, leck mich doch am Säckel. Warum bemerkt er mich denn jetzt? Was ist das für eine Ecke hier? Ich gehe mal da hoch. Ah, ja. Was war das denn? Säbel haben wir ausgerüstet. Bitte. Warum? Warum? Warum trifft es den nicht, wenn ich ihn schlage? Ich war nah genug dran. Ja, okay. Dann gehen wir einfach mal links hoch und schauen, was da links oben ist. Im Testspiel habe ich diesen Typ da unten mit zwei Feuerbällen und ein paar Hieben erfolgreich und ohne Probleme umgehauen. Willst du etwas? Nein, ein Dieb! Meins! Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Achso, ich war im Schleichen. Oh je. Naja. Moment. Das machen wir mal. Ja, klitscht du dich mal da fest, das ist. Euer Zauber ist viel stark. Aber hat's Mana gebraucht. So, was habe ich denn zum Magiker regenerieren? Zum Intelligenzfest.
Ausdauer, Charismus, Stärke, Clip. Könnt im Kampf nicht lesen. Oh ja, okay. Moment, dann benutzen wir doch mal den. Oh nein, toll. Wo schießt der denn hin? Hallo? Kannst du dann vielleicht bitte mal, ich sehe nichts mehr. Hallo? 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 Schau mal einer, guck, der gute Mann hat keinen Magika mehr. Ah ja, wunderbar. Sehr schön, gewöhnliches Gewand, Netzschleder und ein Chitin-Dolch. Na, das nehme ich mir doch. Ah, geh doch. Ich muss den erst seinen Mana verbrennen lassen. Wunderbar. So, jetzt seid mir ihr dran. Was? Habt ihr den Schlüssel zu diesen Fesseln? Werdet ihr mich befreien? Ihr habt den Schlüssel, werdet ihr mich befreien? Ja, ich hab den. Ja, jetzt bin ich frei. Hab Dank, Gorgrosh Thunderhammer. Ja, natürlich. Die Beute, sie naht. Ja. Schnelle Jagd, Freund. Ja. Schauen wir mal. So, jetzt was war das denn? Jetzt speichern wir aber erst einmal, wenn wir jetzt endlich den Kerl hier geschafft haben. Denn da unten warten noch andere auf uns. Aha, und da Moment, nehmen wir erstmal den Bogen wieder. Schleichen uns voran, wenn wir denn dürfen. Danke. Was war das denn? Die Wirfwasser. Ich sehe nicht mal, wo meine Pfeile hinfliegen. Das bringt gar nichts. Chitin-Wurfsterne. Naja. Sonne des Lehrlings, Dietrich des Lehrlings und ja, Grobzeug. Okay. Au, oh, eiserne Schulterplatte. Mondzucker, Matze. Wie bedeuten das Seelenschein? Effig Seelensum, Seelenfalle. Ah ja. Aha, ein Eisenspeer und Sklavenschlüssel. Chitin-Schulterplatte tragen. Ja, alles gut. Ein Stahlhellebarde, okay. Teures Hemd, gewöhnliche Gürtel. Oh, Klamotten und Skoma. Stoff. Tasche, Tasse. Oh ja, da oben ist noch was. Nehmen wir auch mit.
Bringt zwar nicht viel Geld, aber ein bisschen was. So. Ja, exzessives Speichern ist hier immer gut. Alte Tür. Oh, warte mal. Moment, ich könnte natürlich... Achso. Ah, okay. Ah, hier muss ich schwimmen. Hier muss ich unter Wasser gehen. Speichern wir aber mal. Was liegt hier rum? Ein toter Schädel. Was bist du denn? Komm mal rauf. Da kommt raus. Okay, ist hier noch was unter Wasser? Ich glaube nicht. Okay, hallo? Jetzt. Jetzt kommt er raus. Ah ja. Da ist das Vieh. Moment, warte mal. Da haben wir doch hier einfach mal was Schönes zu ziehen üben. Ah, das war doch gut. Jetzt müssen wir alle ins ganze Wasser zum... Leiche beseitigen. Na, das macht doch. Das kann ich bei Human Leben allerdings nicht, glaube ich, oder? Nicht, dass ich es gesehen hätte. Na ja, gut. Was ist hier los? Nein, nein, hallo? 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 Keine Ratten mehr. Gut. Jetzt steht da Schulter. Was ist das? Ein Ring? Oh, ein Ring der Diebe. Festigen Geschicklichkeit, festigen Schnelligkeit, festigen Charisma. Eieiei, der gefällt mir ja gut. Achso, das... Okay. Ja, das ist doch schon schick. Nett steht der Schulterblatt. Und ne? Fuck. Geht's hier unten irgendwo hin? Nein, hier unten ist nichts mehr. Okay. Hier ist ganz schön dunkel. Ist aber in Ordnung. Ist hier auch ein Höhle. Okay, jetzt wird es hier aber ein bisschen arg dunkel. Nehmen wir nochmal unsere... ja, okay. Schon ist es ein bisschen heller. Ja, hier bin ich reingekommen. Alles klar. Okay. Gut. Mhm. Ja. Achso, hier war eine Fackel drin. Da unten liegt ein Skelett. Na, da werden wir doch gleich mal hinschwimmen. Speichern wir aber. Aber Moment, wir haben hier etwas mit Wasseratmung. Nein, nur einen. Einen. Hallo. Hallo. Leichen des Russala hat keinen Effekt auf euch. Noch einer ist. Leichen des Russala hat keinen Effekt auf euch. Ist ja wunderprächtig.
Ich habe doch hier aber ein paar Tränke gekriegt. Wo sind die denn? Wo sind sie denn? Hier. Festigen Willenskraft, festigen Ach, okay. Schade. Levitation, nein, das brauche ich nicht. Schnelligkeit und Stärke. Nee, Levitation brauche ich jetzt echt nicht. Ha, schade. Na gut, dann gehen wir mal runter. Geben wir ein bisschen Gas. Eisen und Säbel. Eine Angelrute, ein Korb, ein Skelett, das kann ich. Knochenmehl. Oh, puh, gut. Hier hinten bin ich dann noch. Sogar im... noch etwas gelegen. Nein, nur Skelett. Okay. So, okay. Aha, hier komme ich hoch. Da oben. A rusted chest. Ring des Zeichens. Markieren auf sich selbst. Oh, das ist geil. Ja, drei Tragen und eine Schüssel. Aber Ring des Zeichens ist geil. Markieren auf sich selbst. Denn das markiert den Ort, an dem ich gerade bin. Und dann gibt es einen Zauber, mit dem ich an den markierten Ort zurückkehren kann. Das ist super, wenn ich in einem Dungeon bin und habe dann nämlich fertig und wäre eventuell überladen oder sowas. Oder müsste flüchten. Dann kann ich mich nämlich markieren, mich raus teleportieren, heilen, erholen, essen etc. verkaufen und dann zu meiner Markierung zurückkehren. Das ist doch geil. Aber da nehme ich doch nochmal kurz die weiße Laterne, die jetzt verschwunden ist. Das ist schade. Ja, dann nehme ich halt die andere Laterne und schaue mich um. Und hier ist nämlich sonst nichts mehr außer die rostige Kiste. Ja, dann tun wir die Laterne wieder weg, bevor sie uns wieder kaputt geht unter Wasser. Spannend. Ja, da haben wir doch jetzt doch schon mal was Gutes geschafft, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Hier mit diesem guten Magier-Fuzzi. Da waren wir doch ganz erfolgreich hier bei den Schmugglern. Und gehen wieder raus an die Bitterküste, wo wir uns unser Schild wieder anlegen. Die Waffe wegstecken, denn wir brauchen sie gerade nicht. Und dann sage ich für jetzt mal Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Tschö mit Ö, euer Seelenschmied.